Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem nächsten Match hier beim WWE 2K19 Universe Mode auf dem Konfi-Kanal Backlash. Ja, das letzte Match der ersten Hälfte der Main Card. Pete Dunne gegen Apollo Crews um den United Kingdom Championship. Guten Tag. Moin. Guten Abend. Ja, und Keldi, wie kamst du dazu? Also, man muss es so sagen, Apollo Crews ist einer der dominantesten Champions, die wir durchaus gesehen haben. Aber es muss immer wieder eine Herausforderung geben und deswegen war unser erstes Match in dem Sinne beim Monday Night Raw mit der Frage, wer wird der Herausforderer? Wir hatten Ty Dillinger, der die Chance hatte und sie nicht genutzt hat und in Selbstzweifel vielleicht ein bisschen zerfallen ist. Und beziehungsweise sich komplett deswegen gewandelt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Und wir haben den Sieger, Pete Dunne. Und der als sich, ja, klar, der möchte den Titel natürlich zurückhaben. Denn er ist ein stolzer Vertreter eben dieses United Kingdom. Aber es gibt auch noch ein paar andere Gesellen, die sich so ein bisschen hineingeschlichen haben, möchte ich vielleicht sagen. Das sind, wir haben es im letzten Part erwähnt, Trent Seven und Tyler Bate, die heute nicht mit dabei sind. Pete Dunne hat gesagt, ich will das alleine regeln als solches. Und das wird er auch. Und Apollo Crews hat das Ganze nur mit erwidert. Egal, ob sie jetzt dabei sind oder nicht. Es kann meinetwegen auch die gesamte britische Nation, es war ja so ein bisschen der Hintergrund, warum Mustache Mountain sich so ein bisschen angebündelt hat. Die gute alte Zeit rund um British Strong Style, die auch sehr schön war auf jeden Fall. Aber Pete Dunne sagte, ist mir eigentlich völlig egal, also ich will den Titel gewinnen und werde ihn auch als solches mit zurückbringen. Und Apollo Crews ist halt der Champion, der das Ganze zeigen will und immer noch sagt, ich bin hier die dominanteste Macht, die Monday Night Raw zu bieten hat. Egal, wer neben mir steht oder wie viele es sein wird, Apollo wird das Ganze beenden. Genau. Damit gehen wir rein. Richtig. Eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, es gab ja die Promo in Woche 3 oder so, wo halt er das gesagt hat, also der gute Tyler Bate mit der ganzen, sie möchten, dass dieser Titel wieder zurück in die britische Nation kommt. Es soll nicht irgendein aus Amerika oder sonst wo dieser Titel geben, sondern irgendein, der aus Great Britain kommt. Und da hat der gute Apollo ja so schön gesagt, unterstützt ihr den guten Pete nur, weil du selber wieder einen Titel haben möchtest? Unterstützt die beiden ihn nur deswegen, damit der gute Tyler Bate halt wieder zurückkommt zu diesem Titel, den er damals verloren hat und nie wieder diese Titelchance bekommen wird, wie er es noch verpackt hat. Das war die Frage, die er in den Raum gestellt hat. Das ist eine, die man auf jeden Fall stellen kann. Aber vielleicht wollen sie wirklich nur das Beste von einem Kollegen, wer weiß. Ich meine, ob der Hintergedanke jetzt dabei ist, ob man jetzt nochmal selbst ins Geschehen eingreifen möchte, die eine Sache, aber in erster Linie, ähnlich wie es bei Imperium war, die Ehre als solches zurückzubringen. Wir haben schon wieder wobei Apollo Crews absolut nicht fürs Chaos steht, sondern für pure Dominanz, wenn man so möchte. Der gesagt hat, ich möchte Tyler Bate in die Vergessenheit zurückschicken, wie es zum Beispiel auch bei einem lass mich kurz vergessen, wer gemeint war. Gott verdammt. Ich hab's schon vergessen. Dillinger? Mit allen, die um diesen Titel angetreten sind, auf jeden Fall. Ja, Dillinger und speziell. Verloren haben. Ty Dillinger war als solches natürlich gemeint. Richtig. Aber egal, wer gegen Apollo Crews antreten wird, er wird genauso wie Ty Dillinger irgendwo. Dankeschön. Im Nichts landen. Ja. Ja. I made it, I made it. Das ist wirklich sein neues Motto hier. Wir haben es ja schon in SmackDown erlebt, den neuen Apollo. Und ja, nachdem er sich bei WrestleMania seinen Titel zurückgeholt hat, er hat es ja selber gesagt, er hat Ty Dillinger unterschätzt. Das will er nicht wiederholen. Richtig. Und er hat es nicht wiederholt. Er hat sich den Titel zurückgeholt, Chapeau an ihn. Ich meine, wie er diesen Titel ergattert hat, war auch pure Dominanz. Hat Roderick Strong deklassiert, dreimal hintereinander besiegt. Hat es in den Wochenshows auch geschafft, Cedric Alexander zu besiegen. Hat das Triple Threat Match gewonnen. Hat Cedric Alexander im Rematch besiegt. Also, der Typ hat die gesamte UK-Szene innerhalb von nur 2 Wochen auseinandergenommen. Sich den Titel geholt, nachdem er eigentlich vergessen war. Kam einfach komplett wieder zurück als ehemaliger European Champ und
absolut dominant und beeindruckende Leistung. Nur halt diese eine Kerbe gegen Ty Dillinger, die kann man ihm halt nicht vergessen. Ja, und jetzt tritt er halt gegen einen ehemaligen Intercontinental Champion an, mit Pete Dunne. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall, das hört sich sehr interessant an. Puh, schwierig. Sehr schwierig. Ich sage aber, dass irgendwie Apollo ist jetzt, er hat aus seinen Fehlern gelernt und er wird jetzt weiterhin dominieren. Tipp ich mal gegen. Ich sag so, Pete Dunne hat es damals als Intercontinental Champion war gezeigt, dass der Typ auch eine Macht sein kann. Das hat er auch gegen den guten Dillinger bewiesen. Ich glaube, das wird er jetzt auch machen und damit ihn entthronen. Der Challenger, also der Herausforderer, The Bruiserweight, Pete Dunne. Aber ich persönlich gehe mit dem Champion. Ich glaube, Apollo wird das Ganze weiterführen. Ich hatte noch einen Gedanken im Kopf, aber ich werde ihn gleich äußern, wenn ich es nochmal wieder gehe mit Pete Dunne. Ja, Pete Dunne, der in Season 1 auch schon Intercontinental Champion hier bei Raw war, der jetzt natürlich den UK-Teil ganz seiner Sammlung hinzufügen möchte. Aber ich bin tatsächlich auch irgendwie bei Apollo. Mal schauen, ob er seine Dominanz weiter so durchziehen kann, wie in den letzten. Richtig. Ja. Jetzt ist mir der Gedanke wieder eingefallen als solches. Es ist, wenn man es quasi sagen möchte, das Main Event für die erste Hälfte. Aber ich würde von Monday Night Raw Seite genauso gut sagen, dass man das Ganze auch als Main Event verpacken würde, nach der ganzen Geschichte, die man rund um den World Heavyweight Title gesehen hat. Aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Die Women's Division, also wäre auch ein genauso würdiges Main Event gewesen, was wir ja später sehen. Aber das soll nichts davor wegnehmen. Ich denke, der Spot als solches passt sehr gut. Wir erweisen dem United Kingdom Titel, der vielleicht aktuell der prestigeträchtigste bei Monday Night Raw ist, die Ehre. Und er darf jetzt verteidigt werden von Apollo Crews. Ja, richtig. Apollo Crews, der nach seinem Bartwuchs, der nach WrestleMania eingesetzt hat, gleich mal noch aggressiver und böser aussieht. Ja. Ich glaube, das passt auf jeden Fall zu seinem Look, aber es könnte. Es passt zu seiner neuen Attitüde auf jeden Fall. Richtig. Aber könnt ihr mal eure Meinung äußern? Was haltet ihr von dieser ganzen Sache mit dem Mustache Mountain, die jetzt dazu sind? Hat vielleicht Apollo dann einen Punkt getroffen mit, er möchte nur zurück ins Championship Picture und sich mit Freundschaft da reinschleichen? Kann gut sein. Das ist möglich, Also natürlich ganz durchschauen kann man es nicht, aber es ist eine Tatsache, die vielleicht überlegen sollten und was Pete dann sich vielleicht überlegen sollte. Wobei ich genauso gut sagen kann, Nostalgie in dem Sinne ist auch immer ein bringender Faktor. Ich meine, ohne sind den ja Nostalgie-Faktor als solches wäre ich jetzt auch sicherlich nicht so spontan bei Monday Night Raw wieder eingestiegen, um zu wissen, ach, die gute alte Zeit damals, vor allem wie sie wieder aufgeben. Vor allem da die auch befreundet sind miteinander. Richtig. Genau. Das spielt auch mit dazu. Richtig, vielleicht war das einfach nur ein Kopf, die ihm an die Worte geworfen werden, um vielleicht Zweifel zu streuen. Vielleicht wollen sie wirklich diesen Titel zurück in den United Kingdom bringen, einem alten Freund diesen Titel bescheren. Es ist möglich. Mhm. Definitiv. Und da geht's noch groß. Also. Dann war ja letztes Jahr im Titelgeschehen um den Intertitel länger verwickelt. Richtig. Hat den auch gehabt, aber ist halt dann musste dann aber Cody abgeben. Richtig. Man muss halt sagen, Cody ist eine andere Hausnummer, das muss ich ihm leider lassen. Von dem her mache ich ihm auch keine großen Vorwürfe. Und schöner Konter. Schöner Konter. Und Apollo Crews, er ist Champion, genauso wie Cody. Und ich würde ihn genauso auf eine Stufe stellen, auch wenn Cody den Titel natürlich länger trägt und Apollo den für einen Moment verloren hat. Aber ein Apollo Crews ist eine verdammt große Hausnummer. Und jetzt ist die Frage, kann Pete dann sich damit messen und das Ganze auch überwinden und wieder Gold um seine Hüften halten? Richtig. Wer weiß. Unterschätzen darfst du ihn auf keinen Fall. Der Mann ist ja der Bruiserweight. Er haut zu, wenn es richtig losgeht. Er hat auch schon weltweit Titel unzählige gehalten. Also er hat auf jeden Fall die Klasse, das zu tun. Deswegen ist es schwierig für mich, wie gesagt, weil beide die Möglichkeit eigentlich für mich dazu hätten. Das wer eigentlich der. Und das ist
Okay. Das rächt sich hier. Ja. Komm, zeig jetzt endlich mal, warum du der Herausforderung bist. Das war bisher gar nichts. Ich meine, war bisher sehr viel Apollo, aber da hat sich Pete dann überhaupt nicht von beeindrucken lassen. Schöne Powerbomb. Wie er ihn jetzt angeschrien hat und direkt. Das ist ein Fehler, eventuell Backstabber. Genau das kann jetzt natürlich Pete dann anfeuern. Nee. Weil er hat wenig gezeigt, aber das kann er jetzt nochmal als Motivation ihm zeigen. Was? Du provozierst mich? Ja, und das, damit geht er wieder nach draußen. Damit geht es wieder nach draußen, ja. Lass uns mal Apollo entlassen. Der Typ hat halt zu seiner Technik auch noch Power, die natürlich richtig reinhauen kann. Er ist das komplette Paket. Er hat Technik, er hat Kraft und man darf es nicht vergessen, wie athletisch der Mann ist. Ja, das eigentlich eines der besten Gesamtpakete, was es gibt. Definitiv. Dagegen... Ich würde höchstens einen Cesaro ansonsten nur sehen, wobei der nicht so athletisch ist in dem Sinne. Ja, das stimmt. Von dem ja auch oft gesagt wird, dass er die größte Mischung aus Technik und Kraft ist. Richtig, und da geht's wieder. Aber ein Apollo Crews, der ist noch. Der könnte genauso gut in der Cruiserweight Division als Highflyer agieren. Ja. Er könnte den überall hinstellen. Das stimmt. Und vielleicht ein bisschen zu schwer für als Highflyer. War das hier schon die... Nicht. Ich glaube, da wollte Apollo Crews schon seine Spinning-Sit-Out-Powerbomb rausholen. Richtig. Ja, aber nicht mit Pete Dunne, der hat das gesehen. Und jetzt geht's ihm bis in die... Oh. Es ist nicht die netteste Art, aber es ist einfach der Stil von Pete Dunne. Richtig, er ist, halt sehr er ist sehr unkonventionell. Ja. Und Headlock. Triangle Choke. Notfalls auch mal mit der Submission. Ja, das ist vielleicht eine Sache, die ich Apollo Crews nicht zutrauen würde. Dass er nicht der größte Submission-Künstler ist. Ja, ja, aber er ist der einzige. Aber da ist sie die Kraft. Er hebt ihn einfach hoch. Vielleicht noch eine Sache, die man Apollo Crews in dem Sinne noch. Ja, in der er lernen könnte. Richtig. Man stelle sich vor, Apollo Crews als solcher hätte noch die Submission-Künstler eines Neville. Explex? Nein. Nein. Crews hindert ihn, Enzugiri! Oh, die Step-Up Enzugiri! Die haben wir ja immer wieder gesehen. Cover. Jetzt das Cover nach. Natürlich, so ein Tritt direkt gegen die Schläfe. Nee. Aber auch habt ihr gerade beim Cover den Blick von Apollo Crews gesehen, wie fokussiert er da schon wieder ist. Ja, natürlich. Oh. Packt sich hier dann in den Gut Wrench. Wird vermutlich ein Suplex. Genau. Oh, ja. Stark. Er schaut ein bisschen auf seine Beute hinunter, schaut, was er so macht, bewegt er sich noch. Und jetzt, jetzt möchte er das Ganze beenden. Gibt es jetzt die Spinning Sit-Out Powerbomb? Ja. Ja. Mit Powerbomb. Nein. Er kickt aus. Ich glaube, Apollo Crews lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Der Typ ist jetzt der neue Apollo. Kann es sein, dass Pete dann der Erste ist, der aus diesem Move ausgekickt ist? Jetzt ist noch Und nochmal. Setzt nach. Wunderbarer Form. Inklusive Kip-Up. Ja. Wenn jetzt noch was... Standing Moonsault. Shooting Star. Apollo hört nicht auf. Das ist es. Er geht ihm den Fuß überhaupt nicht von der Bremse. Keine Gnade mehr. Und da geht's auch noch mal. Wenn das durchgeht, dann war's das. Ja, und? Da ist er. Das ist das für Beat dann. 1, 2 und Ende. Eine Machtvorstellung sondergleichen, wie er es angesagt hat. Heilige Scheiße. Das ist der neue Apollo Crews. Was zur Hölle? Der hat ihn ja komplett am Ende auseinandergenommen. Er hat aus Ty Dillinger gelernt. Und er weiß jetzt, er muss gegen jeden Gegner sofort 100% geben. Nie unterschätzen. Und das schätze niemand. Ja. Und dann kommt so etwas dabei raus. Dieser Step-Up in Sugiri, er guckt nur auf ihn hinunter und hat überhaupt nicht, er hat vielleicht sogar damit gerechnet, dass er rauskommt, weil ein Pete dann zäh ist, aber kurz gesagt, ja egal, dann mache ich weiter. Ja, also und wirklich. Und zieht. Und er hat definitiv gehalten, was er gesagt hat. Ich glaube, Pete Dunne hätte in dem Match wirklich Mustache Mountain, die Queen, die gesamte britische Nation hinter sich haben können. Heute war Apollo Crews unbesiegbar. Ja, also wirklich. Wir haben es, wie gesagt, wir haben es gesehen. Den Aufstieg von Apollo Crews. Und dieser Mann ist eine absolute Maschine, eine Macht. Force of Nature. Dieser Typ hat gerade einen ehemaligen Intercontinental Champion zerlegt. Was zu
zum Fick. Was für eine Leistung. Unglaublich. Aber wie gesagt, ich hab's mir schon. Also ich hab gedacht, dass er gewinnen wird, aber nicht auf diese Art und Weise. Ja, ja, also damit hätte ich jetzt auch nicht. Er hätte Pete dann deutlich mehr zugerechnet als das, was er jetzt hätte zeigen können. Aber Apollo Crews, der ist nicht mehr in Topform, der ist fast übermenschlich. Ja, ja, stimmt. Und damit ist Apollo Crews auch der erfolgreichste UK-Champion aller Zeiten. Er hat jetzt Cedric Alexanders Regentschaft überholt. Ja, und seien wir ehrlich, so kann man auch nichts gegen sagen. Hm. Was zum Fick. Verdienter kann man diesen Titel kaum verteidigen. Richtig. Weil so gesehen, er war bis jetzt zum Pay-Per-View gleich auf mit Alexander. Mit der Verteidigung wird er oder ist er ab jetzt der beste UK-Champion aller Zeiten. Und absolut für dich. Richtig, und frag mich, wer soll diesen... Ein bisschen wie bei Cody, wer soll diesen Mann ins Thron? Wer soll diesen Mann schlagen? Hm, gute Frage, sehr gute Frage. Cody Rhodes gegen Apollo Crews, book it. Vielleicht für einen anderen... Nächster Pay-Per-View, Breaking Rights, auf geht's. Heilige. Ja. He gut. Made it. Das ja. Auf jeden Fall. Gut. He made it to the top. Und da wird ihn so schnell keiner davon stoßen. Apropos, ob der Apollo! apropos von der Spitze stürzen. Ein bestimmtes Team namens Tokushu hat es geschafft. Aber werden sie direkt wieder in ihrer ersten Verteidigung ihre Titel verlieren? Das sehen wir beim nächsten Match. Tokushu gegen Birch & Lorcan. SmackDown Tag Team Title Match. Bis dann und ciao. Bye. Ciao.